Mein Abonnent Moritz hat sich verzweifelt bei mir gemeldet. Ey Julius, mein Team ist leider nicht das Beste und jetzt fahre ich auch noch in den Urlaub. Bitte hilf mir. Gesagt, getan. Ich habe seinen Account für 24 Stunden übernommen, Packs gezogen, SBCs abgeschlossen, die Weekend League gespielt und sein Team komplett verbessert. Und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute wird endlich mal wieder ein Abonnenten-Account verbessert. Eine meiner absoluten Lieblingsserien auf meinem Kanal und die kommt auch immer super bei euch an. Heute kümmern wir uns um den Verein von Moritz und der Mann hat sogar 140.000 Münzen auf der Uhr. Er hat sogar das ein oder andere Spiel gemacht in FC24, also heute kein komplett neuer Account. Er hat insgesamt über 600 Spiele in FC24 bestritten und damit die nächsten Spiele erfolgreicher werden, werde ich jetzt dieses Team heute innerhalb von 24 Stunden komplett verbessern. Da sind definitiv ein, zwei coole Karten mit am Start, gar keine Frage, auch ein paar sehr verwirrte Karten. Leihspieler, auf jeden Fall auch die ein oder andere Karte. Er hat die FC Founder Evolution von Reza am Start, auch interessant. Seine beste Karte ist auf jeden Fall Haaland, 97er. Den gibt es ja mittlerweile auch als Footies aus dem Season Pass, aber bis man den bekommt, dauert es noch eine ganze Weile. Ansonsten, ja, die ein oder andere Leihspielerkarte ist mit am Start, aber die wollen wir hier gar nicht drin haben, mein Bester. Es geht hier doch nicht um die Leihspieler. Ansonsten können wir gerne mal noch in seinen Verein reinschauen und da sehen wir ansonsten nur Goldkarten. Also der Mann gibt sehr, sehr gerne anscheinend sein ganzes Futter immer direkt ab. Heißt, seine Spezialkarten wandern wohl immer direkt irgendwo rein. Das Ding hier kann man wirklich nicht ein Team nennen. Das müssen wir heute definitiv ändern und dementsprechend geben wir dazu Vollgas. Ich starte das Video vor dem Footies-Event, werde aber auch während des Footies-Events ja, Gas geben. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Mix aus beiden Events am Start. Finde ich ganz cool, weil es auch aus dem Team of the Tournament extrem heftige Karten gibt. Und da werden wir alles in einem vereinen. Wenn ihr Bock habt, dass ich dieses Format im Sommer wieder öffne, bringe im August, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und lasst ein Abo da, falls ihr wollt, dass ich mal euren Account übernehme. Müsst ihr mir nur auf Instagram folgen, Link ist unten in der Videobeschreibung und mir schreiben und mit ein bisschen oder mit ein bisschen viel Glück seid ihr dann dran, weil ich bekomme ungelogen täglich 100 Nachrichten von Leuten, die das gerne wollen. Also seid mir da nicht böse, wenn es nicht euch unbedingt beim ersten Mal trifft. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Der beste Weg, um ein Team zu verbessern in FC24, so traurig es auch ist, Shop Packs. Wir laden saftig Points auf für den guten Moritz. Boom, Freunde, richtig saftige Points sind aufgeladen. 38.100, also über 300 Euro heute am Start. Das ist wirklich absolut verrückt. Und ja, wir werden davon einigermaßen die Hälfte fürs Team of the Tournament ausgeben und dann einigermaßen die Hälfte fürs Footy-Event. Hier gibt es wirklich unfassbar gute Packs und es gibt auch noch unglaublich viele SBCs, die wir nachholen müssen. Dementsprechend, wir haben da mehr als genug zu tun. Es gibt auch sehr coole Spieler, so ein Rüdiger würde ich feiern. Natürlich zweimal der Icon-Pick, Path-to-Glory-Pick ist gar keine Frage. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Also da gibt es wirklich ohne Ende Stuff. Da können wir richtig viel machen. Und deshalb, damit wir den Verein jetzt erstmal ordentlich aufstocken, würde ich sagen, gehen wir rein. Eventuell direkt mal ganz klassisch ins ein oder andere 100x81 plus schon mal richtig viele Inform-Picks sammeln. Ist der absolute Klassiker auch in Account-Battles. Dementsprechend davon ziehe ich jetzt ein paar. Und wir starten direkt rein mit zwei Team of the Tournament-Karten zu der EM. Kadioglu und Kimmich. Oha, der ist krass. Der ist richtig nice. Kann man den auch im Mittelfeld spielen? Weiß ich gerade nicht. Gut, der Mann ist anscheinend Dortmund-Fan, Dortmund-Wappen und Trikots. Ich weiß nicht, ob er sich so sehr über den Kimmich freuen wird, aber das ist eine super Karte und tatsächlich, man kann ihn auch als ZM zocken. Da finde ich ihn persönlich überragend. Also das war direkt mal ein richtig nicer Pull. Gut, er kostet nur 100.000 Münzen, aber ganz ehrlich, der sieht absolut nice aus. Und dieses Pack ziehe ich jetzt wahrscheinlich noch mal weitere zweimal und dann werde ich erstmal so viele Picks wie möglich machen, was Informs angeht. Wir machen weiter mit... Okay, das Pack ist definitiv nicht mal ansatzweise so gut wie das vorher. Bernardo Silva, aber Marquinhos. Okay, ich habe nichts gesagt. Auch keine extrem teure Karte, aber eine extrem nice und spielbare Karte. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal top. Allgemein im Team von Moritz muss man schon sagen, ist fast jede Karte ein Upgrade. Dementsprechend bin ich damit sehr zufrieden. Und dann würde ich sagen, geht's für mich jetzt erstmal rein in die Inform-Packs. Ich mache jetzt so viele, wie wir hinbekommen. So, Freunde, da bin ich wieder zurück mit 7 Inform-Packs.
6, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz netter Start. Ich glaube, ein 100x81 plus ziehe ich trotzdem noch. Umso mehr Informs, umso besser. Man braucht es für alles. Man braucht es für Gamble-SBCs, man braucht es für Spieler-SBCs, man braucht es leider mittlerweile für absolut jede SBC. Deswegen umso mehr Inform-Picks, umso besser. Ich werde allerdings gleich schon mal Modric und Bernardo Silva plus einen der Informs für den ersten Icon-Pick abgeben, beziehungsweise den ersten Icon-Pick anfangen, weil ich habe gesehen, der Moritz hat hier noch so gut wie jede SBC am Start aus dieser Woche. Heißt, Icon-Picks werden wir machen. Path to Glory-Pick werden wir machen. Wir werden wahrscheinlich die 86-Plus-Picks machen, 5x85-Plus eventuell. Team of the Tournament-Pack ist auch noch am Start. Also ihr seht schon, es gibt eine Menge zu tun. So, erste SBC vom Icon-Pick ist erledigt. Will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch richtig viele Tradable-Packs sammeln im Laufe der nächsten Stunde. Aber das ist nicht so wild. Ich heb die mir erstmal alle auf und dann ziehe ich die alle in einem Rutsch runter. Ich will jetzt direkt mal irgendein dickes Pack öffnen. Wie wäre es denn mit dem Team of the Tournament Duo Garantie Pack für 4000 Points. Das ist auf jeden Fall Ansage, aber ja, das knallt schon gut rein. Und welches ich auch unbedingt öffnen möchte, ist das für 5000 Points. Das ist wirklich auch crazy, kannst du dir nicht ausdenken. Da kann man natürlich mit ein bisschen Glück auch heftige Karten rausholen, die das Team dann instant verbessern. Aber wir öffnen erstmal das für 4k. Wir ziehen zwei Copa-Karten. Bin ich nicht der größte Fan von, es sei denn, es ist Messi. Es sei denn, es ist Messi. Es ist aber leider überhaupt nicht gut. Zwei 95er Karten, das ist der Fullbruch, Alter. Ja, die sind alle in Ordnung, aber halt auch nicht super nice, ne? Also da habe ich mir echt was Besseres erhofft, ehrlich gesagt. Aber wenigstens können wir dadurch ganz entspannt beim Icon-Pick weitermachen. Eventuell werde ich das Pack auch gleich noch ein zweites Mal ziehen. Eventuell werde ich aber auch noch zweimal das 2,5K-Pack ziehen, was es gerade gibt. Brauche ich aber gerade wahrscheinlich gar nicht so genau drauf eingehen. Ihr wisst ja jetzt auch nicht mehr genau, was im Shop war oder was nicht. Egal, Freunde. Ich würde sagen, wir tasten uns jetzt mal ran an das ganz, ganz dicke Pack. 5000 Points, da können auch Icons drin sein, was halt krass ist. Komm schon, Junge. 5000 Points, wir ziehen Icons. Wir ziehen Icons. Ja, okay. Der als erstes kommt, ist schon mal überhaupt nicht gut. Suazo mit nur einer 94. Oh, weia. Wer ist dahinter? Es ist... nice. 97er Schmeichel. Ey, das ist überragend. Da freue ich mich drüber. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Was ist dahinter? Wir haben noch einen Xavi. Und der Rest ist eigentlich wirklich absolut für die Tonne, muss man sagen. Gut, eigentlich Schmeichel und Xavi. Eigentlich nur Schmeichel. Der kostet 300k. Es wäre besser gegangen. Das definitiv. Also insgesamt bin ich damit jetzt auch nicht crazy zufrieden, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt hier mal ein neues Team erstellt. Und ich packe da jetzt mal die Karten rein, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie ins Team kommen. Ja, das sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus, aber da geht wirklich noch einiges. Da geht richtig, richtig viel noch. Und es ist verrückt, wie schnell ich schon die ersten 11.000 Points weg hatte. Das ist wirklich eigentlich nicht so lustig. Wir machen weiter. Es gibt nämlich noch ein paar dicke Dinger. Ich glaube, ich wage mich nochmal ran. Ich wage mich nochmal ran an ein weiteres 4000 Points Pack. Komm schon. Wichtig, dass es eine Team of the Tournament Karte aus der Euro ist. Es ist Granit Xhaka mit einer 95. Komm schon, da geht mehr. Da geht noch viel mehr. Es ist Fabian. Der ist nice. Den feiere ich extrem. Der kostet zwar auch nicht crazy viel, was ich auch unerklärlich finde, aber die Stats sind nicht von dieser Welt. Dazu 5-Star Skills, 5-Star Weak Foot. Freue ich mich extrem drüber. Und dahinter haben wir sogar noch Caicedo. Kostet der eventuell ordentlich was? Könnte ich mir sogar vorstellen. Überhaupt gar nicht. Krass, alles klar. Fabian Ruiz, der kostet um die 200, das ist ganz nice. Ja, war in Ordnung. Hätte schlechter kommen können und wir haben jetzt ordentlich Futter am Start und können damit auf jeden Fall den ersten Icon-Pick fertig machen. Okay, let's go, der erste Icon-Pick wartet auf uns. Ich habe richtig Bock drauf. Da können so gute Icons drin sein. Wir werden wahrscheinlich im Laufe des Videos insgesamt 4 Icon-Picks abschließen. Also da sollte einiges bei rumkommen. Im Normalfall zumindest. Komm schon, ich habe richtig das Gefühl, da könnte heute unverschämtes Packluck am Start sein. Mal wirklich so einen richtig frechen R9 Ronaldinho oder so rausholen. Wir starten rein, Spieler 1. Das gefällt mir gar nicht.
Zanetti. Sah wirklich bodenlos aus, also das habe ich schnell erkannt. Ja, moin, ist das Schmeichel? Fandasar. Auch mir jetzt halt auch nicht. Das sieht auch nicht so gut aus. Was ist das denn? Oh mein Gott. Wie kann man so rasiert werden in dem neuen Icon-Pick? Das ist verrückt. Dann gehe ich mit Bergkamp. Der ist jetzt halt im Endeffekt nur Futter. Crazy. So, ich habe mich direkt nochmal um den nächsten Icon-Pick gekümmert und den schon mal angefangen. Und damit können wir wieder weitermachen. Ich will jetzt aber auch nicht mehr super viele Packs ziehen, weil ich vor allem auch fürs Footy-Event einiges am Start haben möchte. Und dementsprechend werde ich jetzt zweimal das 2-5er ziehen. Einmal mal testen. Das 4000 Points Pack war in Ordnung, aber insgesamt hat es mich auch nicht komplett abgeholt. Deswegen wir ziehen jetzt zweimal das Pack und dann bin ich erstmal zum Team of the Tournament Event durch mit den Packs. Wir starten mit einer 95, was rein theoretisch kein schlechtes Zeichen ist. Aber es kann natürlich sehr gut sein, dass dahinter noch eine 95 wartet oder Marquinhos oder so. Ja, ich kenne dieses Spiel mittlerweile zu gut, Freunde. Es ist einfach so. Und dahinter, ja gut. Duplikate ohne Ende ist aber keine schlechte Sache, was den Icon-Pick angeht. So, wir haben jetzt aber wenigstens den nächsten Icon-Pick am Start. Ey, komm schon. Ich habe so langsam das Gefühl, eventuell ist der Account von Moritz hier ein bisschen verflucht. Packluck-technisch geht es definitiv besser. Der erste Icon-Pick war nichts. Der zweite wird jetzt umso besser. Wir machen dieses Mal einen R3-Pick. Das heißt, wir schauen alle zusammen weg. Ihr lasst in der Zwischenzeit einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, weil knapp 60% meiner Zuschauer meine Videos gucken, aber mich noch nicht abonniert haben. Wir gehen rein und schauen schon wieder in dieses wunderschöne Gesicht von Zanetti. Schucker Desai. Na, weiß ich nicht. Desai. Es ist auf jeden Fall Desai. Aber auch hier war deutlich mehr drin, leider. Schade. Also, so die ganz, ganz dicke Icon haben wir noch nicht am Start. Aber Freunde, wir sind erst am Anfang des Videos. Keine Sorge. So, die nächste sehr interessante SBC ist abgeschlossen. Und zwar die 93 Plus Path to Glory, Make Your Mark oder Team of the Tournament SBC. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hierbei rumschaut. Und wir öffnen die SBC, indem wir nur den Verein sehen. Dann können wir zusammen rätseln, wer es sein könnte. Okay, Aston Villa. Boah. Direkt loslassen. Inter Mailand und Girona. Das sieht mir hier nach Path to Glory aus, weil das so rechts und links rausschaut. Aber ich habe nicht so viel Ahnung, um ehrlich zu sein, wer das sein könnte. Deswegen, wir schauen uns das Ding einmal mal an. Girona ist Herrera, Inter. Oh, oha. Çalhanoğlu ist übel stark. Ey, den feiere ich unnormal. Wäre die Türkei noch weitergekommen, wäre das eine crazy Karte geworden. Und Aston Villa, Watkins. Ist auch nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da bin ich bei Çalhanoğlu. Ich weiß nicht, was der noch kostet. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Er kostet doch 420. Der Typ hat auch einfach 5-5. Okay, das ist ein crazy Pull. Überragend. Die Playstyles sehen auch brutal nice aus. Also wirklich ein saftig guter Pull. Es geht doch. Let's go. So, mit den restlichen Duplikaten bin ich jetzt noch reingegangen in einen 86 Plus Pick. Die können auch sehr, sehr gut sein. Können aber auch komplett Gold sein. Und in dem Fall ist es leider nur Gold. Schade. Dementsprechend 20.000 Points. Jetzt haben wir schon 18.000 Points innerhalb von einer guten halben Stunde verzogen. Deswegen, ich will zum Footy-Event noch richtig viel öffnen. Wir ziehen jetzt noch ein letztes Pack und zwar nochmal das 2500 Points Pack. Dann haben wir 18.000 Points für Footies. Das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Wir gehen rein. Komm schon, gönn noch mal was Gutes. Leider wieder Copa America. Das ist Çalhanoğlu. Es startet schon mal leider nicht besonders high rated. Ach Bruder, es ist super schwierig, diese richtig guten Karten diese Woche zu ziehen, habe ich das Gefühl. Çalhanoğlu und Caicedo, ne? Ja, ganz üble Nummer. Ganz, ganz üble Nummer leider. 15 Duplikate. Darunter leider nicht viele High-Rated-Karten. So, ich habe mich jetzt noch für eine Spieler-SBC entschieden. Und zwar für Oyarzabal. Der kostet so wenig, hat aber so gute Stats. Dazu 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot, dazu noch 4 Playstyles. Das ist wirklich eine saftige Karte für den Preis. Damit macht man nichts falsch. Finde ich super. Finde ich super. Nehmen wir mit fürs Team. So, und wir haben noch eine weitere sehr nice SBC. Team of the Tournament Upgrade. Muss nicht nice sein, kann aber nice sein. Und die zwei Packs, beziehungsweise die 86 Plus Packs und die 5x85 Plus Packs will ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Dann haben wir eigentlich alles mitgenommen, was ich so mitnehmen wollte. Klar, Tradable Team of the Week Pack und Tradable Tots Pack könnte man sich noch überlegen. Aber wir machen erstmal die anderen Packs und ja, haben jetzt hier mittlerweile auch schon 23 Tradable Packs durch die ganzen SBCs. Die werde ich auch gleich noch alle wegballern. Jetzt gehen wir aber erstmal rein ins Team of the Tournament Pack. Kümmern uns noch kurz um Duplikate. Shop wird aktualisiert. Ganz nach rechts und rein da. Komm schon.
schon. Ja, es ist eine EM-Karte. Eriksen, 96er. Ich glaube, das ist nicht der teuerste, es ist aber auch nicht der allerschlechteste. Es ist auf jeden Fall auch eine spielbare Karte, aber die Stats, ja, da haben wir mittlerweile Karten, die sehen deutlich heftiger aus, muss man leider zugeben. Um die 60.000 Münzen, ja, 5-5 ist wieder sehr, sehr nice, gar keine Frage. Also ja, könnte man sich überlegen, den zu zocken. Playstyles sehen auf jeden Fall knackig aus, was die Pässe angeht. Ich würde sagen, wir basteln mal ein, ja, vorläufiges Team zusammen. So, das vorläufige Team steht. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Die ein oder andere Position ist wirklich überragend besetzt. Es gibt aber noch so ein paar Positionen, mit denen bin ich noch nicht so zufrieden. Zum Beispiel mit unserem Linksverteidiger Calafiori. Ja, der hat halt nur 2 Chemiepunkte. Ansonsten, ja, Kimmich ist leider auch komplett verloren. Aber das ist halt eine super gute Karte, muss man sagen. Habe ich jetzt ins Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition gepackt, weil Xavi halt wirklich auch nochmal gut Chemie bringt. Und den kann man als ZM auch extrem gut zocken. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir gehen jetzt erstmal rein. Ich ziehe alle Tradable Packs weg. Wird wahrscheinlich nichts bei rumkommen, aber Coins werden wir machen. So, Freunde, ich bin durch. Ich habe alle Packs verzogen. War leider überhaupt nichts drin, außer vielleicht ein, zwei 85er Karten, aber ist nicht so schlimm. Damit gehen wir jetzt hier rein in die SBCs nochmal. So, ich habe jetzt nochmal die 86 Plus Packs mitgenommen und alle 5x85 Plus Packs. Schauen wir mal, ob nochmal was bei rumkommt. Das ist bodenlos. Digga, das sind 86 Plus Packs. Ah, die sind wirklich gar nicht gut und unfassbar teuer, Alter. So, wir gehen rein. 5x85 Plus Packs, 3 Stück davon. Startet schon mal super mit Trend. Ja, dahinter ist wenigstens noch einer. Ey, come on. Die müssen jetzt mal gönnen, ey. Die können uns jetzt hier nicht solche Packs die ganze Zeit andrehen. Weiter geht's. Nächstes Pack. 5x85 Plus. Wieder keine Team of the Tournament Karte. England, Rechtsverteidiger. Wieder Trend. Top. Und dann haben wir noch einen. Einen haben wir noch. Eine Chance. Und wir ziehen tatsächlich jemanden. Portugal ZM Bernardo Silva. Der ist eigentlich immer dabei. Dahinter ist jetzt noch Lionel Messi. Auf ganz entspannt. Oder einen Vinicius Junior. Rodrigo. Rafinha. Hat Rodrigo überhaupt eine Karte? Ich weiß es nicht. Das ist er aber auf jeden Fall nicht. Sarmiento mit einer 94. Wir haben mittlerweile auch extrem viele Karten in diese Richtung. Also kann ich auch definitiv ja, noch Spieler-SBCs abschließen. Wenn ich mir hier die ganzen SBCs aber gerade anschaue, es holt mich gerade echt nicht so viel ab. So ein Rüdiger wäre krass auf jeden Fall. Der noch am ehesten, aber ansonsten, ehrlich gesagt, nicht so mega. Und Rüdiger ist zwar nice, wir haben aber Desailly und Marquinhos, die auch absolut spielbar sind. Deswegen, ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal das Futter aufsparen. Wahrscheinlich eher Richtung Footies-Event. Eventuell vorher nochmal um 19 Uhr die 5x85 Plus-Packs mitnehmen und so weiter und so fort. Ja, also das sollte passen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal die Weekend-League-Quali spielen. Eventuell die ersten Weekend-League-Spiele und dann sehen wir uns später wieder. So, Freunde, mittlerweile ist das Footie-Event draußen und mittlerweile ist auch viel Zeit vergangen. Ich war aber nicht faul. Ich habe natürlich geackert. Ich habe die Weekend League fast schon fertig. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das werden wir gleich zusammen noch zu Ende zocken. Das Team vom guten Moritz ist allerdings noch nicht das allerbeste. Gerade jetzt, wo das Footie-Event draußen ist, geht da halt noch super, super viel. Und deshalb werden wir jetzt gleich die letzten 18.000 Points investieren. Und ich will 2 Spieler-SBCs für sein Team abschließen. Einmal Luka Modric und einmal Kaká. Das sind die Karten, die gerade bei mir rausgekommen sind. Die möchte ich beide für ihn mitnehmen. Kosten ungefähr über 1 Million Coins. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass Freitagabend die Icon-Picks nochmal wiederholbar sind. Ist allerdings leider nicht der Fall. Dementsprechend ist es eigentlich ganz gut, weil ihr kennt mich. Ich baller sehr, sehr gerne über all mein Zeug in die ganzen Icon-Dinger. Aber ist vielleicht mal besser so, wenn ich dadurch gebremst werde. Und wir ziehen gerade das 3x85 Plus-Pack. Das hat man von EA geschenkt bekommen. Da ist bei uns hier für die Moritz ein Ödegaard drauf und ein Frankowski. Und wir können Kaká und Modric super easy abschließen, dadurch, dass ich so high-rated Team of the Tournament Karten auf seinem Account gezogen habe, wird es unglaublich easy sein, die abzuschließen. Ich habe gestern um 19 Uhr dann auch noch überlegt, beziehungsweise um 19 Uhr die 5x85 Plus Packs mitzunehmen, aber man braucht dafür halt jedes Mal einen Inform und ich
ich halte davon nichts. Ich halte davon nichts, das hier auf dem Account zu machen. Deswegen habe ich mir das gespart. Und deshalb gehen wir da lieber rein in eine coole Spieler-SBC. Modric, Kaká, von denen hat man einfach viel, viel mehr. Ist einfach so. Und nachdem wir jetzt hier die ganzen Trade- und Untrade-Packs weggezogen haben, können wir auch reingehen in die Shop-Packs. Und die könnten wirklich böse ballern. So, hier haben wir die schönen Packs. Wir haben hier einmal 30 Profi-Items aus Gruppe 1 der Footies Neuauflagen. Weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Es sind halt keine Footies drin. Nee, das werde ich schon mal nicht ziehen. Das Deluxe Footies Pack. Das klingt deutlich interessanter. Wir haben aber keine Footies-Karte drin, ne? Wobei, ey, ich check das alles nicht, ne? Sage ich euch auch ganz ehrlich. Aber es ist wirklich keine Footies-Karte drin. Jordi Alba und Swanson. Was ist das denn? Das ist ja gar nicht gut. Okay, das Ding ging schon mal nach hinten los, ehrlich gesagt. Mit Hegerberg können wir aber arbeiten und fangen jetzt einfach mal an zu ackern, weil, ja, wir haben hier wirklich viel zu tun bei Luka Modric und bei Kaká. Aber das sind dann nochmal richtig nice Karten fürs Team, die wir dann natürlich auch nochmal in der Weekend League zocken können. Und ich fange direkt an mit Kaká, weil den will ich unbedingt für ihn mitnehmen. So, da ist das Ding. Wir geben jetzt hier diese 95er-Karte ab. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Und den einzubauen ist auch nicht super, super leicht. Von daher, weg damit. Das ist nicht so schlimm. Und damit gehen wir wieder rein. Und ganz ehrlich, ich muss es probieren. Ich habe es mir doch noch mal überlegt. Ich kann nicht anders. Da kann auch ein R9 drin sein. Rein theoretisch. Wir checken das ab. Es ist eine Trotzkarte. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Italien-Mittelstürmer? Oh nein, 90er Kadreva. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh je, welcher Tots ist es? Was? Hanko? Der ist in... Naja, okay. Loslassen, Freunde, loslassen. Was ist dahinter? Viele unnütze Karten. Das war keine gute Entscheidung. Aber ich meine, man bekommt auch wirklich sehr, sehr viele High-Rated-Karten. Ich versuche es mir gerade irgendwie schön zu reden. Das funktioniert aber eher weniger. So, ich werde jetzt hier immer mal wieder ein paar SBCs bei Kaká abschließen. Werde ich euch jetzt aber auch nicht jede einzelne SBC wahrscheinlich zeigen. Da sollten wir relativ geschmeidig durchkommen. Man muss halt leider 10 SBCs für Kaká abschließen. Dann nochmal weitere 4 für Luka Modric. Aber das wird sich absolut lohnen. Das wird ein dicker Boost sein für das Team von Moritz. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Shop wird aktualisiert. Also Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich zum Ende von FC24 auch mal auf euren Account gehe in nächster Zeit, dann lasst auf jeden Fall Support hier beim Video da. Denn das würde mich sehr freuen. Und ja, was ziehen wir denn jetzt? 100x83+, ist das gut? Weiß ich jetzt nicht. Ja, hat man nicht so schlechte Chancen. Wir haben hier aber auch, was ist das? Elite 88+, klingt eigentlich übelst räudig. Okay, das ist, das ist auch tradable deswegen. Aber, dann würde ich sagen, wir probieren es. 600.000 Points, komm schon. Das ist ein Footy, let's go, wichtig. England, Stürmer? Icon? Keine Ahnung. Wayne Rooney, will ich nicht haben. Thibaut Courtois. Will ich auch nicht haben. Schweichel haben wir doch für ihn schon gezogen. Oh Mann, Alter. Aber wir haben wieder super viele High-Rated-Karten. Das wird sowas von anders easy, diese SBCs abzuschließen. Courtois ist cool, aber wir haben halt schon Schmeichel auf seinem Account. Und jetzt haben wir hier so viele Duplikate. Was ist das denn? So, mit den ganzen Duplikaten haben wir aber wieder eine relativ gute SBC von Kaká abgeschlossen. Wie eben schon erwähnt. Das sollte ganz entspannt reichen. Ich hoffe es zumindest. Die 200.000 Münzen oben auf die Uhr, die sind mittlerweile auch wirklich Gold wert. Aber ich würde halt übel gerne noch für den Mann einen Footy ziehen. Nicht nur abschließen, sondern auch ziehen wäre sehr, sehr cool. Wir checken nochmal ab, was kann man noch so ziehen. 10.000 Points haben wir noch. Das meiste von den Packs ist aber leider absolut für die Tonne. Auch das hier ist übel der Müll. Die 100x81+ Packs, die können teilweise echt was, muss man sagen. Die Frage ist aber, ja komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Wir müssen diese Oh, das ist ein Footy. Let's go. Alles richtig gemacht. Wir gehen rein. Wir haben wieder Hanko, das ist wieder ein Trotz, das ist eigentlich ganz nice. Und Solskjaer. Das ist leider der schlechteste Hero, den man ziehen kann, soweit ich weiß. Schade. An sich sieht er ja auch nicht mal schlecht aus, ne?
Also spielbar ist er allemal, aber ja, da war mehr drin. Weiter geht's. Ich habe noch 600 Points. Es gibt aber auch noch hier diese 86-Plus-Dinger. Die kosten nur 500, sind tradable. Ich finde die nicht schlecht. Man macht da auf jeden Fall garantiert ein paar Coins. Frankowski und Le Tissier. Gut, das sind jetzt nicht die besten, aber Coins sind quasi garantiert. Ja, mit dem Pack locker 50k plus oder so gemacht. Easy. Das kann man sogar nochmal ziehen. Das ist eine Icon, oder? Wenn das eine Team of the Year Icon ist, dann kracht's. Komm schon. Es ist Beat und eine For Birthday Icon. Boah, Zambrotta? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kostet er nichts mehr, ne? Gianluigi. Tja, perfekt. 25.000. Das ist heftig. Aber ist halb so wild. Wir haben dadurch auf jeden Fall nochmal richtig gut Coins gemacht. Da kann man sich dann auf jeden Fall was ganz Gutes rauslassen. Diese 600 Points, die über sind. Ja, komm. Wir ziehen mal noch eins davon. Okay, das war auch völlig lost, ne? Egal. Ich lass die Points einfach liegen. Also normalerweise würde mich das jetzt unnormal triggern, dass da oben 100 Points sind. Werden wahrscheinlich ein paar von euch auch kennen. Aber egal. Wir ziehen jetzt noch 8 Packs davon, glaube ich. Ich habe das Gefühl, wir ziehen darüber nochmal was. Luka Modric. Das ist dann wahrscheinlich die Goldkarte. Wir wollen aber seine Footy-Karte abschließen. Und dahinter ist eine Trailblazer-Karte von Heung-Min Son, was in Ordnung ist. So, 7 Packs noch. Ich hätte so gerne noch eine Footy-Karte für ihn. Oder R9 Ronaldo. Warum nicht? Mascherano. Okay, es ist eine Winter Wildcard. Skippen, skippen, skippen. Außer es ist Pelé. Nee. Und ja, man hat halt in jedem Pack wirklich jetzt irgendwelche Duplikate am Start. Das macht's super einfach. Wir sind jetzt auch schon bei 5 von 10 SBCs, die wir abgeschlossen haben von Kakao. Und das ist tatsächlich auch nur noch eine relativ teure. Das heißt, wir können parallel auch bei Luka Modric schon mal anfangen. Weiter geht's. 6 Packs noch. Es ist eine Tots-Karte. Die hat man selten, aber die habe ich auch gerne. Icon? Was für eine Icon? Fernando Hierro und Dewsbury Hall. Kann man gebrauchen für die KK-SBC, ist eine super Sache und wieder einige Spezialkarten dahinter. So, damit haben wir jetzt auch die teuerste SBC erledigt von KK. Davon gab es ja 2 und jetzt fehlen da nur noch irgendwelche mülligen SBCs, also ganz, ganz entspannt. Wir können immer noch 5 Packs ziehen. Es ist ein Footy, komm schon. Ja, es ist ein Footy, let's go. Wichtig, bitte gib mir mal einen guten. Wir brauchen einen guten für den Mann, bitte. Ja, let's go! Ramirez mit einer 96 ist eine 10 von 10. Ich ziehe den aktuell in jedem Video, ne? Auf der RTG, in dem Video am Sonntag, jetzt schon wieder. Es ist der Wahnsinn. Aber die Karte ist super, super nice und passt perfekt ins Team. Auf so einen habe ich gewartet. Und ich würde sagen, wir packen den Kollegen auch direkt rein für Xavi, oder? Ganz klare Geschichte. Luka Modric weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde den tatsächlich dann doch statt Fabian Ruiz spielen, um ehrlich zu sein. Die letzten 4 Packs. Können wir noch einen weiteren Footy ziehen? Sieht, glaube ich, nicht danach aus. Das müsste wieder eine Foot Birthday-Karte sein. Das ist Openda. Road to the Knockouts zusammen mit Birthday Jordi Alba. Ja, das war jetzt nicht das beste Pack. Aber immerhin noch ein KDB am Start. So, 3 Packs noch. Ich war gerade kurz davor, das 3000 Points Pack zu ziehen. Aber ich halte das nicht für die richtige Entscheidung. Wir bekommen nochmal Frankowski. Dahinter ist eine Icon. Hoffentlich Team of the Year Icon. Es ist eine Winter Wildcard Icon. Will ich wieder nicht sehen. Das kann gar nicht gut sein. Und genau so ist es. So, 2 Packs noch. 2. Let's go, wieder Footy. Deutschland. Eiken? Müller 94, okay, nice. Aber wer ist der Footy? Bitte sei gut, bitte. Es ist wieder Courtois, es ist ein super Rating, aber wir brauchen mittlerweile gar kein Rating mehr. Ach man, das gibt's nicht. Und damit ist zumindest schon mal Luka Modric abgeschlossen. Eine unglaublich gute Karte. Nach hinten und nach vorne eine Weltklasse-Maschine. Die Playstyles sind auch wirklich der Wahnsinn. Was ein Typ, wirklich. Und damit können wir noch ein letztes Shop-Pack ziehen. Dann mache ich den KK fertig und dann müssen wir das Team noch mit den Coins upgraden. Das sollte ganz gut werden. Zum Abschluss ziehen wir leider keinen Footy mehr. Ich will es nicht sehen, wirklich. Das kann nicht gut sein. Das kann wirklich nicht gut sein. Becker, Kachui und ein paar Spezialkarten. Und Freunde, damit ist es erledigt. Die Legende schlechthin, KK. Kommt zu Moritz. Was sind das für Stats? Der wird so viel Spaß machen, wirklich. Der wird so viel Spaß machen. Mit einem Techniker-Playstyle, mit einem Finesse-Shot-Playstyle. Wow, dann noch das Rennen, was ich auch sehr, sehr liebe. Also die Karte ist wirklich next
Level gut. Und damit passen wir jetzt das neue Team von Moritz an. Und da gibt es ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Also erstmal ganz klar, müssen jetzt hier KK über den linken Flügel. Und Luka Modric, ja doch eher für Çalhanoğlu rein, weil Fabian ist dann doch offensiv nochmal besser. Oyarzabal, ich habe 300.000 Münzen. Mir gefallen in dem Team wirklich viele Positionen sehr, sehr gut. Aber der rechte Flügel ist es nicht wirklich und der Linksverteidiger ist es nicht wirklich. Joshua Kimmich ist ein Ticken langsam. Es gibt hier ein paar echt gute. So, den packen wir jetzt mal weg. Wir kaufen uns da jetzt eine neue Karte. Echt check nicht, wieso der so günstig ist, ehrlich gesagt. Nicolas Gonzalez für nur 134.000 Münzen. Warte mal. Habe ich irgendwie, also sehe ich den Haken gerade nicht? Schaut euch die Karte mal an. Die Playstyles, gut, die könnten Ticken besser sein. Hat aber 5-Star Skills und 5-Star Weakfoot. Er sieht mega nice aus. Ohne Spaß, Mann. Und für die Linksverteidigerposition holen wir uns den guten Ashley Cole. Und zwar die Crates of a Game, of the Game Karte. Weil der sieht halt auch so gut spielbar aus. Jetzt ist das Team wirklich nochmal deutlich geupgradet worden, finde ich. Also das gefällt mir sehr gut. Und mit Kloppo und der Premier League ist das Team am Ende sogar auf der vollen Chemie. Es sieht wirklich nice aus. So, damit steht das neue Team. Sieht sehr, sehr gut aus. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie stehe ich in der Weekend League? Die werden wir jetzt nämlich zu Ende spielen und darüber dann hoffentlich nochmal richtig nice Rewards holen. Wir stehen 12-3. Das ist sehr, sehr gut. Und damit haben wir eine super Ausgangslage, um mindestens die 14 nach Hause zu holen. Wenn nicht sogar die 16. Ich gebe auf jeden Fall alles. Wir gehen rein. Let's go, Freunde. Wir gehen rein. Die letzten 5 Games. Was ist das denn? Direkt geskippt. Okay, der hat einen 78er Torhüter. Der spielt diese Frankreich Weekend League. Wenn ich das schon sehe, weiß ich aber auch schon, was mich erwartet. Ja, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall schießen, weil sein Torhüter ist nicht gut. Ja, dafür ist der Typ der heftigste Öler, den ich je gesehen habe. Was ist das denn? Komm, Junge. Let's go. 1-1. Das geht doch. Ja. Sauber. Da ist er. KK macht es richtig gut. Na, ah, da bin ich doch in der richtigen Ecke. Boah. Haaland. Bester Mann. Let's go. Stark, Junge. Mit seinem 78er Goldtorhüter ist da nicht viel zu machen, Mann. Boah, ist das stark. KK, 5-2. Gegner meldet die Pause an und der Gegner war wirklich richtig, richtig gut. Aber, ja okay, er quittet doch nicht. Alles klar. Boah, Junge. Haaland ist eine Macht in der Luft. Let's go, damit gewinnen wir das Spiel mit 6-2 und stehen 13-3. Das sieht doch sehr gut aus. Und genauso müssen wir jetzt weitermachen. Nächstes Spiel. Gefährlich, gefährlich. Ja, Haaland. Boah, der geht rein. Hätte ich nicht gedacht. 1-0. Haaland 2-0. Sauber. Ah, bitter, dass der Abpraller perfekt zurückkommt. Oh nein, dieser Haaland ist so ein Cheatcode. Ich muss den auch wieder mehr bei mir spielen. Ohne Spaß, Mann. Der ist unaufhaltbar. Stark gespielt, KK, wir führen wieder, aber das wird noch ein hartes Match bis zum Ende. Und damit geht das nächste Spiel an mich, 14-3, sehr schön. 14 Mindestziel ist schon mal erledigt, 16 wäre halt übel cool, aber die Gegner sind gerade auch crazy schwierig. Komm schon, weiter geht's, 16 wäre schon sehr cool, aber das Team ist wahnsinnig gut. Boah, Haaland, Haaland ist einfach ein Cheatcode, boah. Spielt er gut. 1-1. Boah, ist hier viel Platz. Für KK. 2-1. Na, das gibt's nicht. Ich hab den Mann so gut im Griff. Hier ist viel Platz. KK. Lucky. Ist lucky. Na, da kassieren wir das 3-3. Komm, Junge. Haaland, kurz vor knapp. Vamos, 4-3. Das kann nicht sein. Es ist so lächerlich. Das ist so unverdient. Ich fass es nicht. Der kommt.
Oh mein Gott, was eine geile Kiste. Let's go, damit gewinnen wir auch dieses Spiel. Es war eine richtig enge Kiste, Hilfe. Aber wir stehen 15 zu 3, wir haben die Chance auf die 16. Mann, du, wie nice ist das denn? So, zwei Games noch, eins müssen wir gewinnen. Schwierig. Stark, Junge, Haaland, 1-0. Na, direkt wieder das 1-1. Ich kassiere es immer so schnell danach. Ja, und wir bekommen einen Elfmeter. Komm schon, bitte. Ich schieße sonst immer in die Ecke. Ich kann das nicht. Und der Gegner führt im Gegenzug. Und erhöht. Freunde, wir versuchen ins letzte Game. Ich sehe hier gerade, das klappt nicht in dem. Ich spüre es. Wir brauchen den Druck im alles entscheidenden letzten Game. Digga, da zieht sich bei mir alles zusammen, wirklich. Haaland 1-0. Cole. Ja, Haaland 2-0, wichtig. Aber der Gegner safe übel der Öler. Der hat Roselu, der hat Weghorst. Da werden noch richtig viele Flanken auch von ihm kommen. Ja, let's go. Modric 3-0. Warum quittet er nicht? Nein, das darf nicht wahr sein. Ich hatte... Ja, alles gut, es ist ein Tor. Es ist bis jetzt ein Tor. Und da ist das Tor wieder hergestellt. Oh Mann, der Typ hat keine Chancen, macht aber trotzdem jede rein. Let's go, Freunde, es ist tatsächlich geschafft. Wir schwitzen die 16 Siege irgendwie nach Hause. Ich weiß selbst nicht wie, aber wir haben es tatsächlich gepackt. Rang 3 zu erreichen. Wow, Gänsehaut, wirklich. Das ist sehr, sehr geil. Und damit gehen wir rein. Jetzt bin ich natürlich unfassbar gespannt. Das sind die neuen Weekend League Rewards, die ich selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht gezogen habe. Aber das Video ist schon raus von meinen Rewards. Ist zwar ein bisschen für den Kopf kompliziert, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und man bekommt hier wirklich sehr, sehr nicen Stuff. Und ich bin super gespannt, ob wir da jetzt irgendwas rausholen können. Ja, gut. Die Spezialkarten habe ich schon wieder vergessen. Gar keine Frage. 89er Marquisio. Am Ende des Tages ist es halt auch einfach Futter, wenn es keine Footies-Karten sind. Und damit gehen wir rein in zwei 95 Plus-Picks. Wir machen erstmal einen R3-Pick. Wir schauen zusammen weg. Das kann wirklich, wirklich gut sein. Spieler 1. Lobotka. 95 Plus. Martinez. Bruder. Ist das immer so, oder was? Cucurella wähle ich mit Absicht nicht aus. Komm schon, ich bin in Musiala. Deswegen gibt es jetzt wieder dieses legendäre Stat-Reveal-Bild, was uns zur Euro immer gut Glück gebracht hat. Wir gehen rein. Spieler 1. Ja, doch, das sieht schon mal besser aus. Boah, Douglas Lewis ist wirklich eine coole Karte. Ey, der Mann hat jetzt schon so viele Mittelfeldspieler. Es ist verrückt. 96 Physis. Boah, what? Na, nee, boah, ja. Ach, Bro, wirklich. Ich habe nicht viel erwartet, aber das ist crazy. Das untertrifft alles. Boah, Gakpo, let's go. Es geht doch. Gakpo ist super. Gakpo ist super. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Also mit Gakpo kann man definitiv arbeiten. Plus 123.000 Münzen sind ja jetzt auch noch auf der Uhr. Und da könnte jetzt auch nochmal gut was dazukommen durch die Weekend League Rewards. So, wir gehen rein. Da waren gerade noch ein paar schlechtere Packs. Man muss auch sagen, es sind nicht viele Packs, die man bekommt. Aber wenn die gut sind, dann bin ich zufrieden. Wir starten rein. Das ist eine Icon, ne? England-Mittelstürmer sind zwei Icons. Okay. Ja, zwei Win. Das ist nur eine Icon. Warum gehe ich davon aus, in einem 125k-Pack Packluck zu haben? Wirklich. Lost. 84er und 83er packe ich mal auf den Transferstapel. Rest discarden wir. Weiter geht's. Komm, so eine saftige Footies-Karte würde auch echt dick Coins einbringen. Winter Wildcard. Ist das die 1? Nee, okay. Rashford. Und eine Radioactive-Karte. Lionel Messi. 130k oder so kostet der, glaube ich. Komm schon. Nee, Talisca. Naja. Packen wir alles auf die Transferliste. Das muss man auf jeden Fall zu Coins machen. Und damit geht's weiter ins 3x87+. Tots. Okay.
Italien ZDM. Okay, sogar noch eine Icon Gattuso, glaube ich. Gattuso und Mikel Merino. Also coins-technisch wird da jetzt nicht bombenviel rumkommen, aber immerhin, ne? Immerhin. Und damit kommen wir zum 3x95 Plus. Weg zum Ruhm, Schreibegeschichte, Team of the Tournament Pack, das kann ballern. Make your mark. Was? Okay. Könnte krass werden, trotzdem. 95, oder? Und dahinter make your mark. Bitte nicht Ter Stegen. Ey, das wäre so der Klassiker, ne? Trend. Oh, 96er, der sieht richtig krass aus. Der ist safe nochmal besser als Kimmich. Die beiden anderen sind leider wieder Müll. Aber der ist echt sehr, sehr stark. Also damit bin ich auf jeden Fall nochmal super zufrieden. Nochmal einen Gakpo und einen Trend rausgeholt. Plus 150.000 Münzen. Und damit checken wir das Team ab jetzt hier am Ende. Er hat halt auch wirklich noch den kompletten Verein voll mit unglaublichen Karten. Also hier wurde auf jeden Fall gekocht, wenn man das so sagen will. Wie man das jetzt am besten macht, warte mal, mit, also Trend muss auf jeden Fall für Kimmich rein. Ja, so, ich würde es glaube ich genau so spielen. Es sieht extrem, extrem heftig aus, wie ich finde. Da sind ein paar super nice Karten dabei. Ramirez kann er sich überlegen, statt Fabian zu spielen. Ansonsten hat er noch einen Çalhanoğlu. Ansonsten hat er noch den kompletten Verein mit super nice Karten am Start. Also das Team gefällt mir unfassbar gut. Ich hoffe auch, dass das Video euch unfassbar gut gefallen hat. War wieder bombenviel Arbeit. Es ist bei mir mitten in der Nacht. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier ein aktuelles Video ab und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich bin jetzt nämlich erstmal im Urlaub. Es wird jetzt, glaube ich, 2-3 Tage bei kein Video kommen. Dann wird aber der komplette August wieder weitergeballert. Am Sonntag gibt es die nächste RTG-Folge. Macht's dann gut, haut rein und ciao.